Also ich würde sagen, es war eine sehr gute Sache. Wir haben Produkte hergestellt, die uns völlig wesensfremd waren. Aber wir haben uns durchgekämpft. Was wir aus dem Boden gestampft haben, um in diese Richtung zu kommen, das ist schon anerkennenswert. Es ist natürlich so, dass das ökonomischer Blödsinn ist. Wenn man ein Ergebnis erreichen will, braucht man eine Zielstellung. Kollege Zapf, wenn ein produktionsmittelherstellender Betrieb Konsumgüter fertigen möchte, was ist dabei das A und O? Das A und O ist dabei, dass das gesamte Kollektiv des Betriebes hinter dieser Aufgabe steht. Nun, Genossen, das ökonomische System des Sozialismus entwickelt sich gut. Nur allzu viele außerplanmäßige Wunder kann es nicht verkraften. Ja, wenn so hier so was Kleines ist, so was ganz Kleines zu nähen, das ist wirklich Fummelarbeit. Da gehört viel Fingerfertigkeit dazu. Am schlimmsten Fingerfertigkeit. Für Erika Raband und Ursula Litschke kein Problem. Die beiden sind ehemalige Angestellte des Braunkohlenwerkes Welzow. Von 1984 bis 1989 haben sie im Tagebau Plüschtiere genäht. So, die Näher, die geben mir die Köpfe vor. Da muss ich hier die Löcher reinmachen. Dann kommt diese große Scheibe drauf und die kleine Metallscheibe. Und dann muss ich mit den Beinen unten drücken, damit der Hebel runtergeht und das Auge feste drin ist. Und dann muss ich das Tier umdrehen. Und das geht so. Und das ist bei jedem überall dann so. Und dann ist er fertig. Seit Anfang der 80er Jahre mussten plötzlich zum Beispiel auch die Braunkohlenwerke Konsumgüter produzieren. Das chronisch schwindsüchtige Warenangebot in der DDR sollte mit Hilfe der Kombinate nachhaltig erweitert werden. Jeder Betrieb suchte fieberhaft nach Ideen und Produkten, um die Auflage von oben zu erfüllen. In Welzow kam man auf Plüschtiere. Für den Produktionsdirektor zunächst ein harter Brocken. Fachlicherseits sind wir ausgebildete Bergleute. Bergleute, die es gewöhnt sind, mit Abraum und mit Kohle umzugehen. Und für uns war am Anfang, dass der Aufbau einer Konsumgüterproduktion doch eine ausgesprochen schwierige Frage. Und dann haben wir eben neben anderen Produkten, die uns etwas näher lagen, wie zum Beispiel Grillholzkohle, die wir aus Abfallhölzern hergestellt haben, einige hundert Tonnen pro Jahr, und anderen Erzeugnissen, haben wir dann auch versucht, für unsere Belegschaft, für unsere weibliche Belegschaft, die zum Teil oder wo es immer wieder Damen gab, die für die Produktion nicht mehr einsetzbar waren, die entweder nicht mehr bergbautauglich waren oder schwanger oder andere Krankheiten hatten, für die haben wir dann versucht, eine Produktion zu finden, bei denen sie bestimmte Fähigkeiten entwickeln konnten. Und die Frauen enttäuschten ihren Chef nicht und nähten über die Jahre fleißig und geschickt Tausende von Hasen, Katzen und Elefanten. In einer eigens hergerichteten Baracke und in Kooperation mit dem Spielzeugkombinat in Sonneberg. So, jetzt sind wir in unserem Nähsaal. Da stehen zwei Reihen, je 5 Maschinen. In der Mitte läuft das Band, wo die zugeschnittene drauf ist, dann wird genäht und dann gehen sie zur Brigadierin, die dann die Kontrolle übernimmt. Die Konsumgüterproduktion. Für die Frauen war sie eine willkommene Alternative zur harten Arbeit in der Kohle. Sie wollen ja arbeiten und wollen ja auch was herstellen. Und durch das sie nur bei uns jetzt ein Produkt herstellen, so ein fertiges Tier, nicht, wissen sie, was sie am Ende gemacht haben am Tage und sind sehr, sehr froh darüber. Die Plüschtierproduktion in Welzow war nicht nur für den DDR-Markt eine Wohltat. Das Braunkohlewerk machte sich damit auch um die Exportbilanz der Republik verdient. Wir suchten natürlich verzweifelt nach Arbeitskräften, unter anderem in der Braunkohle. Wir produzierten täglich ungefähr 6.000 Plüschtiere. Täglich.
Davon gingen ungefähr ein Drittel für den eigenen Bedarf in der DDR, ein Drittel in den nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet, also sprich Westeuropa, und ein Drittel ins sozialistische Wirtschaftsgebiet, da war unser Hauptabnehmer die Sowjetunion. Mit der Wende kam für die Plüschtiernäherei im Braunkohlewerk das Aus. Viele der ehemaligen Näherinnen sind jetzt arbeitslos. Was schöne Zeit. Waren schöne Jahre. Was schöne Zeit. Harte Jahre, aber schöne Jahre. Wenn Erika Raband und Ursula Litschke könnten, würden sie gleich morgen wieder hier anfangen. Kohle ist ein hartes Brot und da ist die Konsumgüterproduktion gut. Bei uns soll der Werktätige mehr essen und besser leben und mit Konsumgütern versorgt werden, als es gegenwärtig in Westdeutschland der Fall ist. Damit wird Konsumgüter, ein leidiges Thema von der ersten Stunde an. Aber die Bedingungen waren auch denkbar schlecht. Während die Demontageverluste in Westdeutschland sich nach Kriegsende in Grenzen hielten, sie lagen bei schätzungsweise 3-5% des Anlagevermögens, wurden in der sowjetischen Besatzungszone 30-50% der industriellen Kapazitäten feinsäuberlich verpackt und überwiegend in die Sowjetunion transportiert, wo sie übrigens nicht selten verrotteten. Ich würde sagen, das Sowjetunion hatte ein Anrecht auf diese Reparation. Allerdings, die Westmächte haben natürlich damit auch eine Politik verfolgt. Sie haben die Reparation knapp gehalten, zeitig eingeschränkt und haben dann mit den Marshallplänen sogar dafür gesorgt, dass die westdeutsche Industrie sich schnell wieder erholen, entwickeln konnte und der Lebensstandard dort viel besser war, sodass also das Schaufenster entstand, hoher Lebensstandard auf Grundlage hoher Produktivität im Westen und niedriger Lebensstandard mit unzureichender Versorgung faktisch in der DDR. Während also nebenan so kurz nach dem Krieg bereits Wirtschaftswunder geschahen, wurde im Osten noch mühsam der steinige Boden beackert, in der Hoffnung auf ebenso süße Früchte. Irgendwann einmal. Zunächst sollte, um sich vom Westen unabhängig zu machen, eine eigene Schwerindustrie geschaffen werden. Aber die Ostdeutschen waren keine Pawel Kortschagins wie ihre sowjetischen Brüder. Und der Aufbau des Sozialismus war eine furchtbar mühsame Sache. Zu mühsam für viele. Hunderttausende flohen jährlich in den Westen. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 schließlich wäre beinahe das frühe Ende der DDR gewesen. Immerhin sah die Führung jetzt wohl auch, dass es den nur der Sache ergebenen, an sich bedürfnislosen Menschen nicht gab. Die Idee ist nicht schlecht. Auf so eine Idee könnte auch ein Psychotherapeut kommen, dass Menschen nicht mehr so stark haben wollen, besitzen wollen, konkurrieren wollen, leisten wollen. Weil das ja sozusagen ein Modell ist, das in unserem Leben nicht wirklich aufgeht. Wir machen uns und die Welt um Welt kaputt. Aber es hat nicht funktioniert. Das heißt, man kann nicht ideologisch so etwas von Menschen erwarten, sondern man muss ihnen im Grunde genommen etwas Besseres anbieten. Unsere Handelsorganisationen bieten den kauflustigen Bürgern eine Fülle von Waren aller erdenklichen Art. Eine große Auswahl der verschiedensten Stoffe, Lederwaren, Bekleidungsstücke steht zur Verfügung. Aus Importen und aus unserer eigenen Produktion. Das wahre Wirtschaftswunder war nämlich die DDR. Mehr Konsumgüter hieß jetzt die Devise. Und so wurde auch im Eisenhüttenkombinat Ost beileibe nicht nur Friedensstahl hergestellt. Rudi Hober kann nichts wegschmeißen. Schon gar nicht sein schönes Metallregal. Ein wichtiges Konsumgut aus der reichen Palette von Eco-Stahl. Das war das berühmte Kosmetikregal. Dabei waren auch unsere Schüler beteiligt. Das nannte sich Einführung in die sozialistische Produktion. Die waren dann an den Hydraulikpressen beschäftigt und teilweise auch beim schönen, sauberen Verpacken mit dem schönen Papier, dass es auch vernünftig beim Kunden ankam. Zu Tausenden hat es die DDR-Haushalte geschmückt. Und Rudi hat sämtliche Regale mitbetreut. Auch das Modell fürs Wohnzimmer, diesmal in Holzausführung. Zu DDR-Zeiten war Rudi Hober Meister in der Konsumgüterabteilung des Eisenhüttenkombinates Ost. Ähnlich die Montage, nur einhängig, und dann wurden die
Und die konnte man dann so schön ins Wohnzimmer Bücher reinstellen, mal eine Wandlampe draufstellen, so eine kleine Wand- oder Tischleuchte, ne? Die Konsumgüter aus dem Eisenhüttenkombinat. Sie machten das ostdeutsche Heim gemütlich. Zu Weihnachten leuchtete die Walzblechpyramide, an allen anderen Tagen die metallenen Kerzenhalter. Und damit nicht genug. Kannenwärmer hielten den grusinischen Tee warm und zum Geburtstag gab es Blechspielzeug. Alles vom Zweigbetrieb Porchdorf, der den Stahl als einziger in der DDR ansprechend beschichten konnte. Im Archiv des Stahlwerkes kann man all diese Schätze heute noch bestaunen. Und hier haben wir noch ein klassisches Beispiel aus der Konsumgüterproduktion. Unsere Zweigbetrieb ist Bandstahlveredelung Porchdorf. Aus der Spielzeugindustrie, dieser klassische Frosch, der wurde von uns dort auf diese Bleche beschichtet, ist dann weiter zur Spielzeugindustrie zum Zuschnitt gegangen. Und die meisten aus DDR-Zeiten sind mit diesem Hopsfrosch groß geworden, wurde ja auf dem Bauch immer aufgezogen und hoppelte so über die Teppichkante. Leider ist durch die Wende diese Produktion eingestellt worden und wir haben noch hier im Archiv diese Mustertafeln, um der Nachwelt sozusagen unsere Produkte zu präsentieren. Konsumgüter hat es ECO über sämtliche Jahrzehnte der DDR hergestellt. Nicht alle hatten mit Stahl zu tun. Mit Hohlblocksteinen ging es los. Im neu gegründeten Eisenhüttenstadt wurde Baumaterial gebraucht. Und die Bewohner der Stadt waren jung. Aber Kinderbetten gab es keine. Das Kombinat half auch hier. Dann mussten die Arbeiter bei all der harten Arbeit auch essen. Mit Töpfen und Pfannen vom Stahlwerk kein Problem. Für die Konsumgüterproduktion wurde später sogar eine eigene Halle gebaut. Der DDR-Markt verlangte schließlich immer mehr Produkte. Nach der Wende war es aus mit der Sonderproduktion. Eine Glasfirma zog ein. Rudi Hober ist immer noch da, jetzt als Vorarbeiter. Trotz der Fensterscheiben, die jetzt sein Leben sind, hat er die alten Produkte nicht vergessen. 1984 war der Beginn hier genau in diesem Hallenbereich für die Kotflügelproduktion Wartburg 353. Kotflügel vorn, Kotflügel hinten und auch Frontmitteile wurden hier gefertigt. Kotflügel. Das neue Konsumgut des ECO überstrahlte alle anderen Produkte an Bedeutung. Dass das aus Plaste war, störte im Stahlwerk niemanden. Denn wenn dem ostdeutschen Autofahrer etwas fehlte, dann waren es Ersatzteile. 1987 war die Produktion schon auf 200.000 Stück im Jahr angeschwollen. Von der Bückware Kotflügel bei weitem nicht genug. Also ich denke mal, den Bedarf haben wir nicht ganz decken können, denn Wartburg Kotflügel waren ja wie Schwarzgeld, ne? Auf dem Markt sind die teilweise gar nicht gekommen, nur in Deichstätten und da ging es auch gleich weg. Sollten ja eigentlich auch in Läden, wo man dann selbst mal einkaufen konnte zum Montieren. Die Anerkennung für die verdiente Kotflügelbrigade war groß. Banner der Arbeit Stufe 2. Das spornte an. Wir haben also einen schönen Blechkoffer. Und das war ein Produkt, das nie richtig in die Fertigung ging. Ein Biogrill. Leicht zu montieren. Die Einzelteile herausnehmen. Dann werden die vier Füße eingeschraubt. Der Biogrill war eines der letzten Konsumgüter aus dem Hause Hober. Leicht aufzubauen und mit krebsvorbeugender Garweise. Das Grillgut steckte in extra Fleischtaschen, fern den gefährlichen Kohledünsten. Doch 150 Mark waren zu viel, keiner wollte ihn. Dabei hatte er schon Weststandard. Ja, diese, und das waren bei vielen Konsumgütern so, die wurden in der Fertigung eingeführt, Absatz lief nicht und dann auf einmal nach einem Jahr sah man viele Produkte im Westen im Angebot. Und ich nehme an, das wird mit diesem Ding auch geschehen sein, wie mit vielen anderen Sachen, die wir kennen in der DDR oder kannte. Ne? Die Westler hatten ihn einfach nachgebaut. Der kleine Brutzler war ein totales Verlustgeschäft. Aber es gab ja noch das Badregal. Das war auch sehr erfolgreich, aber das Erfolgreichste waren unsere schönen Kotflügel.
Liebe Zuschauer, sind wir vor den negativen Folgen des Massenkonsums, wie sie in kapitalistischen Ländern zu beobachten sind, sicher? Werden unter den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen auch automatisch andere Bedürfnisse entwickelt und haben moralische Anerkennung überhaupt noch eine Wirkung? Solche Fragen versucht jetzt Richard Krause zu klären. Wir wollen von vornherein den Gedanken zurückweisen, als ginge es bei der Erziehung der Verbraucher im Wesentlichen darum, nun ihnen Vorschriften zu machen, sie unentwegt zu bevormunden oder gar zu reglementieren, unter welchen Bedingungen sie sich wohlzufühlen hätten. Ja? Ja. Das würde dem Wesen unserer Gesellschaft widersprechen. Die eigenen Leute vorsichtshalber einzumauern, widersprach diesem Wesen offenbar nicht. Wirklich andere Bedürfnisse haben sich dadurch trotzdem nicht entwickelt. Weder die Bevölkerung noch die Partei- und Staatsführung orientierte sich an den sozialistischen Bruderländern, was sehr naheliegend gewesen wäre. Nicht der Lebensstandard in Polen oder Rumänien war das Ziel, sondern der von West-Berlin und der Bundesrepublik. Die Hauptaufgabe des Fünf-Jahr-Plans besteht in der weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestern bekam ich eine Postkarte von Frau Karsten aus Berlin-Treptow. Sie wollte für ihren Mann ein kurzärmliches Netzhemd aus vollsynthetischen Fasern kaufen, aber das, was ihr vorschwebte, hatte sie nicht bekommen. Und nun fragt sie: Der Parteitag hat doch festgelegt, dass das Konsumgüterangebot verbessert werden soll. Aber wie lange wird denn das dauern? Honeckers Machtantritt zu Beginn der 70er Jahre war auch das Ende der letzten privaten kleinen und mittelständischen Betriebe. Damit hatte man schlicht die wichtigsten Hersteller von Konsumgütern beseitigt. Auch Versuche, den volkseigenen Betrieben mehr Eigenverantwortung zu übergeben und damit gewisse marktwirtschaftliche Elemente zuzulassen, waren am dogmatischen Festhalten an der Planwirtschaft gescheitert. Da wurde eine ebenso absurde wie geniale Idee geboren. Uns kam es darauf an, dann das Potenzial, das in den Kombinaten vorhanden ist, an wissenschaftlichen Erkenntnissen, von der Erzeugnisentwicklung her, auch von der Produktionsmöglichkeit her, das stärker als bisher zu nutzen, um dazu einen echten Beitrag zur Konsumgüterproduktion der DDR zu organisieren. Nur hier in Wittenberge und in der Nachbarstadt Perleberg kann man vorerst diese Jacke kaufen. Das Material heißt Tuval und ist ein neu entwickeltes synthetisches Gewebe. Bemerkenswert an der Jacke ist, dass sie in einem Chemiebetrieb geschneidert wird. Ihr Hersteller ist der VEB Zellstoff- und Zellwollewerke Wittenberge. Genosse Giese, Sie produzieren jetzt Herrenblousons, also etwas, was so gar nicht in das Produktionsprogramm Ihres Betriebes passt. Warum haben Sie sich die Jacke angezogen? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes haben wir uns eine Jacke angezogen und jetzt geht es darum, dass sie uns passt und dass sie uns gefällt. Dafür müssen wir arbeiten. Vermutlich hätte Genosse Giese an dieser Stelle gerne geweint. Er hatte ja nicht die geringste Chance, sich die Jacke nicht anzuziehen. Ein Chemiefaserblouson war für ein Zellstoffwerk vielleicht nicht gerade naheliegend, aber es schien doch immerhin möglich zu sein. Auch wenn wirklich qualifiziertes Personal offenbar schwer zu kriegen war. Frau Schwupp, Sie sind ja hier die Technologin, erst seit kurzer Zeit. Woran liegt es denn, dass es noch so viele Probleme beim Nähen gibt und auch mit der Technologie? Ich möchte sagen, dass wir erstmal viel ungelernte Näherinnen haben, dadurch eben erhebliche Schwierigkeiten auftreten. Die Jacke ist eben auch nicht gerade die leichteste, hat eben einige Schwierigkeiten. Genügend leistungsfähige Nähmaschinen sind da. Bislang fehlen noch die Frauen, die hier arbeiten wollen. Gespräche mit Kolleginnen aus allen Abteilungen des Zellstoff- und Zellwollewerkes stehen in diesen Tagen auf dem Arbeitsplan des Kaderdirektors. Heute ist Sabine Sawinski aus dem Chemielabor in die Kaderabteilung eingeladen. Das kommt sicherlich für Sie überraschend. Ja, das auf jeden Fall. Und ich wurde vor einer Woche ungefähr, wurde ich schon mal angesprochen. Und da konnte ich mich nicht entschließen. Und ich kann mich auch jetzt noch nicht entschließen, bei Tuval zu arbeiten. Erstens mal, weil ich schon fast 40 Jahre mit den Kollegen zusammenarbeite. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und eigentlich möchte ich das doch gar nicht aufgeben. Obwohl sich der Kaderleiter alle Mühe gegeben hatte, Sabine Sawinski wollte dann doch lieber im Labor bleiben. Aber irgendwie schaffte es das Zellstoffwerk.
Die fertigen, schicken Tuval-Blousons hingen im Laden. Wir haben ja schon versucht, die Ware zu verteilen, eigentlich nicht zu verkaufen, zu verteilen. Wir haben vormittags ein bisschen rausgebracht und auch am Nachmittag für die berufstätige Bevölkerung. Ich denke, die Mangelwirtschaft der DDR hat zweierlei bewirkt. Also Schaden schon, insofern, dass bestimmte Waren, die man nicht bekam, als überwertige Ideen, als eine überwertige Bedeutung bekommen haben. Also viel mehr Wert, als der wirkliche Gebrauchswert ist. Also das, was man eben nicht erreichen konnte, nicht besitzen konnte, nicht bekommen konnte, hatte viel zu viel Bedeutung. Es gibt aber durchaus einen positiven Aspekt. Nur wer den Mangel kennt, weiß auch die Freude zu schätzen, die Lust daran, wenn man dann doch etwas bekommt. Ich finde, wir müssen mehr Konsumgüter produzieren. Konsumgüter? Ja. Nutzen mir ja nicht. Warum nicht? Beim Konsum kenne ich keinen. Ich habe bloß Verwandte bei der AO. Auch im Verwandten- oder Bekanntenkreis hieß es dann, wir müssen Bärbel fragen, die arbeitet ja damals im Zentrum, die wird uns das besorgen oder kann uns besorgen. Es war vieles möglich, vieles natürlich auch nicht, wie zum Beispiel Farbfernseher. Da mussten sich auch die Verkäufer anmelden, um einen zu bekommen. Es war nicht so, dass man immer unbedingt sagte, an der Quelle saß der Knabe. Also man dachte es vielleicht, es ist aber nicht immer so gewesen. Um wenigstens das Verkaufspersonal angemessen zu versorgen, musste man sich also was einfallen lassen. Und weil erfahrungsgemäß der Mensch vor allem dann zur Höchstform aufläuft, wenn er eine klare Zielstellung vor Augen hat, beschloss man ganz unkompliziert, der Anteil der Konsumgüterproduktion der Betriebe sollte 5% ihres Produktionsvolumens betragen. Diese Auflage machte die Erweiterung der Warenpalette nun zur ersten Bürgerpflicht. Dann hatten sich ein paar unterhalten, ein Ami und ein Tommy, sag ich mal so, mit den Russen. Ne, haben denn so, der Ami haut auf den Putz, was er alles kann, und der Tommy hier auch. Und dann sagt der Russe, das ist alles kein Problem. Wir haben ganz andere Dinge. Wir haben Bienen, sind so groß, und die gehen durch ein Nadelöhr. Von der Nähnadel, sagen denn die beiden. Und das ist doch unmöglich, wie kriegst du das hin? Der Russe antwortet, na, der Biene muss. Verstehen Sie? So. Und so einfach ist das manchmal gemacht worden. Ne? Bloß wir saßen dann manchmal auch dabei, wie ein Kind beim Dreck, und mussten überlegen, was machen wir nun? Der Biene muss. Mit Hilfe der 5%-Bestimmung wurden die Kombinate jetzt dazu gebracht, auf dem Feld der Konsumgüterproduktion über sich hinauszuwachsen. Auch das Kombinat Schiffbau, 16 Betriebe, 55.000 qualifizierte Beschäftigte, blieb nicht verschont. Bei einer jährlichen Warenproduktion von 7 Milliarden DDR-Mark waren 5% viel. Eine schwere Bürde für den Generaldirektor. 5%. Ist bei einem Produktionsvolumen, wie es unser Kombinat hat, eine riesige Summe. Und wir sind heute sehr stolz darauf, dass wir per 30.04. 2,1% realisiert haben. Begeistert war ich nicht. Aber ich habe mal gesagt, für das, für was wir zuständig sind, müssen wir uns auch zuständig fühlen. Also zum Beispiel für Boote und Yachten. Ich habe mich nie für Kühlschränke zuständig gefühlt. Ich habe mich auch nicht zuständig gefühlt für Kohlenbadeöfen. Das half dem Generaldirektor wenig. Der Schiffbau musste sich fügen und fertigte fortan gegen jede Wirtschaftlichkeit die schönsten Konsumgüter. Von der Hollywood-Schaukel bis zum Wanddosenöffner, von der Heimwerker-Werkbank bis zum Autoersatzteil. Das Angebot belieferte die Bevölkerung mit dem Nötigsten.
Aus unserer Sicht als Schiffbauer war es ökonomischer Unsinn. Denn ich habe mal eine Rechnung gemacht, da habe ich festgestellt, dass wir für die Konsumgüterproduktion, die ungefähr zwischen 160 und 180 Millionen lag pro Jahr, haben wir 2,1 Millionen Stunden verarbeitet. Und für 2 Millionen Stunden konnte ich ein großes Seefahrgastschiff in der Matthias-Thesen-Werft bauen, das wir verkauft haben für 100 Millionen Valuta Rubel. Aber was zählte die Ökonomie, wenn so wichtige Dinge entstanden? Dringend benötigte Autoanhänger, von denen jedermann träumte. Oder für rund 5000 Mark die Schrankwand Modell Warnemünde. Nicht gerade günstig, aber trotzdem gerne genommen. Und mehr noch. Beispielsweise Schiffselektronik Rostock. Die haben einen Ondulierstab produziert, der so weit gediehen wurde, dass er eine Rutschkupplung kriegte, weil die Frauen sich beschwert haben, wir können, wenn wir unsere Haare machen, immer mit diesem Kabel nicht hantieren. Also kam eine Rutschkupplung, entwickelt im Schiffselektronik Rostock. Schiffselektronik lieferte, was es bisher nur im Westkatalog gab. Und jetzt lag auch das ostdeutsche Haar unfallfrei in den modischen Wellen. Mit 4 Millionen Stück im Jahr brachte es der Lockenstab auf eine richtige Großserie. Nur für die Erlangung der 5%-Marke gab er nicht viel her. Es mussten also größere Brötchen gebacken werden. Ein Kühlschrank zum Beispiel. Denn den konnte man teurer verkaufen als einen Lockenstab. Der Betrieb, den es traf, war der VEB-Kühlautomat in Berlin. Bisher hatte man dort Kälteanlagen für die Hochseeschiffe gebaut. Jetzt wurden die Kollegen vergattert, einen praktischen Heimkühlschrank zu konstruieren. Wir waren ein reiner Betrieb, der nur industrielle Kälteanlagen baut und nicht Konsumgüter. Insofern war dieser Bau des Kühlschrankwerkes eine richtige separate, daneben liegende Angelegenheit. Die Bezirksleitung Berlin der Partei hat ein Prospektblatt aus irgendeinem Katalog herausgerissen, wo ein sogenannter Drei-Temperaturzonen-Kühlschrank drauf war, und hat den uns vorgelegt und hat gesagt, das baut ihr. Und das ist das Produkt, der Drei-Temperaturzonen-Kühlschrank Kühlautomat 320. Seine elektronische Regel- und Signaleinrichtung weist ihn als Spitzenerzeugnis aus. Er vermag Temperaturabweichungen in seinem Innenleben optisch und akustisch zu vermelden. Die drei Türen verschließen die drei Temperaturzonen. Im 4-Sterne-Tiefkühlfach mit 73 Litern Fassungsvermögen wird mit minus 24 Grad gefrostet, bei minus 18 Grad gelagert. Das Normalkühlabteil gibt für 170 Liter Platz. Und im Quasi-Keller in der Küche könnte man sich zum Beispiel mit 28 großen Flaschen Bier bevorraten. Es wäre ausgezeichnet temperiert. Wir haben bei diesem Kühlschrank das große Glück gehabt, dass wir Konkurrenzerzeugnisse auch aus dem westlichen Ausland kaufen konnten, dass wir diese Kühlschränke natürlich auseinandergerissen haben, zerpflückt haben, dass wir geguckt haben, was ist das Besondere an diesem Kühlschrank, und dass wir aus allen Kühlschränken, die wir uns angeguckt haben, den Iststand ermittelt haben und gesagt haben, in 5 bis 6 Jahren wird ungefähr der und der Stand der Technik vorherrschend sein auf dem Markt. Und wir haben uns eben bemüht, möglichst diesen zukünftigen Kühlschrank schon zu entwickeln. Und das ist uns eigentlich damals ganz gut gelungen. Überholen ohne einzuholen. Der Westen konnte nur noch blass werden. Kühlautomat hatte damit den Planerfüllungsvogel abgeschossen. Der Volkswerft in Stralsund blieb nun nur noch die Herzen der Menschen zu gewinnen. Es kam der gedrechselte Blumentisch. Auf der Werft wurden dann Drechselbänke gebaut. Wir hatten, glaube ich, 5, 6 Drechselbänke hatten wir gehabt. Es wurden Vorrichtungen gemacht. Die Drechselwerkzeuge, die es ja gar nicht gab zu DDR-Zeiten, wurden aus alten Pfeilen gemacht. Ne? Also es wurde alles improvisiert. Es musste schnell aus dem Boden geworfen werden.
Und wir hatten Ausschuss gehabt mitunter von 80-90%. Wir hatten zuerst angefangen mit Buchenholz, was sich herausstellte, geht nicht. Demzufolge wurde er umgestellt auf Erlenholz. Das Erlenholz wurde bei uns alleine getrocknet in Trockenkammern. Die Trockenkammern waren nicht dafür ausgelegt. Also wir hatten gar nicht die Voraussetzung dazu. Das Sortiment war trotzdem umfangreich. Neben den Blumentischen gab es ja auch noch ihre großen Brüder, die Clubtische, später sogar mit Fliesen. Die Werft hatte zielgenau den Nerv der Kundschaft getroffen. Ja, sinnvoll war es schon, denn die Tische hatten ja genug Absatz. Ne? Die Leute warteten ja direkt darauf, ob in Straßenumgebung oder weiter weg nachher auch. Also, dass da ein Tisch als Ladenhüter bekannt war, nicht einmal. Ne? Gerald Breu war auf der Volkswerft der Mann für die Drechseltische. Damals war er Meister in der werfteigenen Tischlerei. Heute baut er Fenster. Das Tischabenteuer begann für ihn 1984. Seine Brigade war eilig aus allen Werftteilen zusammengetrommelt worden und fertigte fortan Gedrechseltes im Akkord. 300 Club- und Blumentische im Monat. Ein stolzes Ergebnis. Aber Schiffe wären schöner gewesen. Der Aufwand war zu groß. Wir waren ja nun nicht spezialisiert, um Clubtische anzufertigen oder Blumenständer oder Garagentore haben wir ja auch gebaut. Ne? Dann musste es einlaufen. Da hatten wir riesige Schwierigkeiten mit und ökonomisch, das ließ sich überhaupt nicht rechnen. Die 5% sind nicht vom Himmel gefallen oder sind die einsame Entscheidung eines einzelnen Herrn, sondern ergaben sich aus der Analyse. Und es wurde analysiert, welche Möglichkeiten haben die Kombinate. Es wurde analysiert, was haben die Kombinate schon gemacht und welches Potenzial ist in den Kombinaten noch mobilisierbar. Auch in anderen Ländern kennt man Fahrzeuge mit dem Markenzeichen LEW. Zum Beispiel in Ägypten den Heloan Express. In Brasilien Diesellokomotiven, in Ungarn auf den Budapester Vorortstrecken. Und auf der Strecke Athen-Piräus. Ein Gutteil der Hennigsdorfer Loks wurde also in Länder verkauft, die der gemeine DDR-Bürger nicht im Traum zu sehen bekam. Wenigstens war die Konsumgüterproduktion für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Wir haben ein sehr breites Sortiment von Konsumgütern und richtungsorientierend ist für uns grundsätzlich der Bedarf unserer Bevölkerung. Wir stellen uns langfristig darauf ein, dass wir bis 1985 den Produktionsanteil an Konsumgütern bis auf 5% erhöhen und bis 1990 bis auf 10%. Die Bevölkerung brauchte Gartenmöbel, ohne Frage. Je mehr, desto besser. Denn wer nicht so weit herumreisen kann, verbringt erfahrungsgemäß viel Zeit im heimischen Garten. Auch im Lokomotivenwerk war übrigens ein Dosenöffner ein wichtiger Meilenstein in der Konsumgüterproduktion. Ihr Betrieb hat einen guten Namen als Produzent von Lokomotiven und Industrieöfen. Sind da Dosenöffner nicht eine Nummer zu klein für Sie? Der Vergleich zum Volumen ist sicherlich gegeben. Aber wir müssen uns bei der Konsumgüterproduktion eindeutig nach dem volkswirtschaftlichen Bedarf, nach dem Bedarf unserer Bevölkerung richten. Und da ist ein Dosenöffner zur Komplettierung des Rührmixgerätes RG28 durchaus ein gefragter Artikel. So richtig heiß wurde es allerdings erst, als das LEW begann, Heißwasserboiler zu produzieren. Das Einzige, was nicht so gut lief, war diese hochwertige Bandsäge. Zu teuer. Und Material zum Zersägen gab es auch nicht. Aber egal, ob die Konsumgüter nun reißenden Absatz fanden oder Ladenhüter waren, der Aufwand der Produktion stand in den seltensten Fällen im Verhältnis zum Nutzen. Auch wenn die Partei es noch so sehr wollte. Was man mir sagte, war, die Seligkeit, das wurde gemacht. Und das war meiner Meinung nach, man kann nicht der Partei die Vollmacht geben, auch bei der Wirtschaft alles zu bestimmen, wenn das Verständnis für die Wirtschaft dort nicht genügend vorhanden ist.
Die Partei hatte von einer planbaren, berechenbaren Gesellschaft geträumt, in der auch die Bedürfnisse der Menschen berechenbar und zu steuern wären. Eine geradezu ideale Vorstellung für ein so rohstoffarmes Land. Über 30 Jahre lang war mit wachsender Verzweiflung und einem ungeheuren Investitionsaufwand nach Erdöl und Erdgas gefahndet worden. Doch es half alles nichts. Man blieb von den Lieferungen der Sowjetunion abhängig. Die Erdölleitung, die auch in die DDR führte, hieß bezeichnenderweise Druzhba, Freundschaft. Aber beim Geld hörte selbst die unverbrüchlichste Freundschaft auf. Als die Weltmarktpreise stiegen, zog auch die Sowjetunion die Preise an. Eine Katastrophe für die DDR. Jetzt musste noch mehr verkauft, statt gekauft werden. Der Bevölkerung wird auch in den Messetagen bewusst, dass die Versorgungsdecke dauernd zu kurz und bis zum Zerreißen gespannt ist. Alles, was in der DDR an hochwertigen Waren hergestellt wird, wandert in den Export. Von der Werkzeugmaschine bis zum Ohrensessel, vom Mikroskop bis zur Reißzwecke. Trotz einer spürbaren Verbesserung des Lebensstandards wächst so das Unbehagen über chronische Mängel in weiten Kreisen der Bevölkerung. Nicht wenige westdeutsche Haushalte wurden damals bestückt mit formschönen Konsumgütern made in GDR. Denn Kaufhäuser und vor allem Versandhäuser boten gerne die günstige Ware aus dem Osten an. Sie war gut in der Qualität, weil sonst hätten wir sie nicht abgenommen. Und sie hat genau nach den vorgegebenen Normen produziert. Es gab mitunter Materialschwierigkeiten in der Beschaffung, sodass da die Termine nicht immer pünktlich eingehalten werden konnten. Aber im Großen und Ganzen gesehen waren wir sehr zufrieden. Hochwertige, modische Sachen gab es in der DDR häufig nur noch zu völlig überhöhten Preisen in Exquisit- oder Delikatläden. In normalen Geschäften dagegen fehlte es oft am nötigsten. Ich vergesse nicht, wie oft musste ich mich in der Arbeitsgruppe mit Damenbinden beschäftigen. Da hatte ich sogar dann im Ministerrat Streit mit Margot Honecker. Die hat mir gesagt, über den Tisch rüber, nur Genosse Klopf, verschämst du dich nicht, Damenbinden als Problem hier vorzulegen. Ich sage, wenn die Frauen keine kaufen können, ist das für mich ein Problem. Da muss ich das hier vorlegen. Die Rechtfertigungs- und Erklärungsversuche der Partei, die immer recht hatte, wurden zunehmend peinlicher. Unsere ökonomische Strategie hat zum Inhalt, die Steigerung der Arbeitsproduktivität zu steigern. Heute, da die Wirtschaftskraft, da die Volkswirtschaft zum Hauptfeld der Auseinandersetzung zwischen den beiden Gesellschaftssystemen geworden ist und bleiben soll, bedeutet Zeitgewinn zugleich Kraftgewinn für den Sozialismus. Moment, bitte, erst lassen Sie mich mal die Tür aufmachen. Letztlich schwanden dem Sozialismus die Kräfte schneller als gedacht. Und plötzlich waren all die Dinge, die mit einem unglaublichen Aufwand hergestellt worden waren, die so viel Herzblut und jede Menge Nerven gekostet hatten, nichts mehr wert. Das Experiment Konsumgüterproduktion war gründlich gescheitert und mit ihm die DDR. Siegfried Berger aus Kurort Gorisch, Sächsische Schweiz, hat eine gar nicht so seltene Liebhaberei. Er steht auf Hecke, sinnbildlich gesprochen selbstverständlich. Denn in Wirklichkeit steht er meist vor der Hecke mit der Schere in der Hand. Und weil er nicht mehr der Jüngste ist, war er sehr froh, als er zu Anfang des Jahres eine elektrische Heckenschere und eine Bohrmaschine als Antrieb dazu kaufen konnte. Es sollte alles gut werden für Siegfried Berger und sein Gartengrün. Mit Hilfe der Mansfelder Handbohrmaschine, dem Konsumgut aus dem Kupferbergbaukombinat im Süden der DDR. Die Bohrmaschine war ein echtes Erfolgsprodukt. Weltniveau für den ostdeutschen Heimwerker. Das Problem waren nur die Zusatzteile. Denn erst ein kleiner Adapter machte die Bohrmaschine zur kraftsparenden Elektrosäge. Leider gab es gerade den nicht zu kaufen. Das Kombinat hatte vor lauter Bohrmaschinen das Zubehör vergessen. Diese Bedarfseinschätzung hat sich als nicht richtig erwiesen. Zusätzlich kompliziert wurde die Situation durch eine doch deutliche Übererfüllung der Produktion von Handbohrmaschinen 1983. Heute hat der Mann ganz andere Sorgen. Die Planwirtschaft ist passé, die Bohrmaschine auch. Sie hat die Wende nicht überlebt. Das zweite Konsumgut schon, die Stahlrohrmöbel.
Gerhard Winkler führt diese Produktion heute weiter, als Geschäftsführer einer Firma für Schul- und Büroeinrichtungen. Ein absoluter Sonderfall. Denn während sonst nach der Wende die Konsumgüterabteilungen als erste abgewickelt wurden, hat sich hier gerade diese als überlebensfähig erwiesen. Den Kupferbergbau selbst gibt es schon lange nicht mehr. Die Stahlrohrmöbel aus dem Mansfeld-Kombinat, sie haben sämtliche DDR-Schulen bevölkert. Kein Klassenzimmer ohne den Einheitsschultisch mit zugehörigem Stuhl. Und kein DDR-Büro ohne den MSP. Dieser Stuhl ist zu Millionen in der ehemaligen DDR verkauft worden. Also ich selber habe hier noch den 5-millionsten Stuhl erlebt. Und ich hatte im Grunde zu dem Zeitpunkt die kompletten Vorrichtungen dazu konstruiert, also die Stanzen, die Maschinen. MSP, so wurde er kurz und liebevoll genannt, der Mehrzweckstapelstuhl mit Polster. Er ist so etwas wie der Urahn der heutigen Produktlinie. 2000 Stück pro Schicht wurden früher produziert. Und es war nie genug. In derselben Halle werden heute seine Nachfolgemodelle gebaut. Also Arbeiten unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ist etwas völlig anderes als Arbeiten in einer Planwirtschaft. In den 60er, 70er, 80er Jahren ging es um Riesenstückzahlen und um wenige Modelle, die alle gleich waren, die auf Taktstraßen, meistens entstanden im eigenen Rationalisierungsmittelbau, gefertigt worden. Heute kommt es darauf an, die Wünsche des Kunden zu erfassen und für ihn notfalls auch ein Stück in seiner speziellen Farbe zu produzieren. Winklers Firma ist inzwischen Preisträgerin des Mittelstands-Oscars. Der Konsumgüterproduktion sei Dank. Mom! Mom, look, I like this. Mom, can I have this, please? Alltag im Laden von Johanna Grimm. Ausländische Touristen entdecken die DDR. Der Laden liegt am Hackischen Markt, mitten im Szeneviertel von Berlin. Was hier verkauft wird, hat es geschafft. Zum Beispiel die Hähnchenbecher vom VEB Sonja Plastik. Zusammen mit anderen DDR-Artikeln stehen sie hier ganz gleichberechtigt neben Art Deco und Jugendstil. Japaner, die sehen das und die flippen total aus. Oder Amerikaner, dann Engländer habe ich viel. Und also die kommen und kaufen es. Die sind total wild auf das Ostdesign. Und die haben auch nicht so ein Stigma über die DDR. Also das ist vollkommen anerkannt, die Sachen. Na bitte, da sind sie wieder. Die guten alten Konsumgüter. Hochgeschätzt von Tokio bis New York. All die Mühen waren doch nicht ganz umsonst. Wenn ich über die 5% nachdenke, ne, dann kriege ich heute noch Magenschmerzen. Dass es darum Streit gab, das wussten wir vorher. Mir hat das Spaß gemacht. Und ich würde es heute wieder tun. Für jeden Techniker ist diese Chance, die ich hatte, eigentlich ja, die Lebenschance. Die hat man nur einmal im Leben. Ja, ich würde es auf alle Fälle wieder machen. War auch eine schöne Zeit. Wenn man sich um die Kombinate, die Konsumgüter produziert haben, gekümmert hätte, dann wäre das Problem gelöst gewesen.